weit genug. Das Gerichtsgebäude steht unter meinem Schutz. Kein Char kommt hier lebend raus. Ich hatte gehofft, jemand würde so etwas sagen. Schön aufpassen, Dunsti. Jetzt gibt's eine Geschichtsstunde. Und weil ihr Geister so schlechte Schüler seid, werden wir sie euch so lange einbläuen, bis ihr sie kapiert habt. Ah, jetzt nämlich wieder. Ich wurde währenddessen die ganze Zeit angegriffen, aber gut. Mir gefällt das ganz gut. Ich werde erstmal die falsche Taste drücken. Begeben und vergessen, abgeschlossen, 10 Achievement Points, cool. So, und wo jetzt hin? Wer hätte es gedacht, da oben? Die Truhe ist offensichtlich alt und abgenutzt. Sie galt auch vor dem großen Feuer schon als Antiquität. Euer Schlüssel scheint genau zu passen. Truhe aussperren. Endlich. Der Schatz. Wir haben es geschafft, Ridlock. Jetzt verstehe ich, warum sich Argus Trupp den Schatz nicht einfach teilen konnte. Dies ist ein Jesserkelch, ein antiker Schatz aus Askelon. Vielleicht sogar der letzte. Woher wisst ihr das? Ihr seht nicht gerade aus wie ein Student der Menschengeschichte. Man muss den Feind kennen. Außerdem musste ich mir viel zu viele Götterpredigten der Menschen anhören. Wenn er hier, Gwen da. Verstehe. Nochmals danke, dass ihr mir geholfen habt, das Erbe meines Vaters zu finden. Gern geschehen. Fühlt sich gut an, mal wieder rauszukommen. Ich glaube langsam, ich bin nicht für Schreibstubenarbeit geschaffen. Viel Spaß mit dem Kelch. Ihr habt ihn euch verdient. Aber haltet euch zu meiner Verfügung. Wenn ich das nächste Mal frische Luft schnappen gehe, will ich euch dabei haben. Aber sicher doch. Wir haben abgeschlossen in den Ruinen. Belohnung. Also das ist alles, also das bekommen wir alles. Wir bekommen einmal Schriftrolle, das ist, nee, wir bekommen einmal angesenkte Ritualtasche. Aha. Nochmal das. Achso, nee, dann Schriftrolle des Wissens zum Benutzen doppelklicken. Ach, da bekomme ich einen Fertigkeitspunkt. Dann bekomme ich eine bessere. Ein besseres Wams. Bessere Schuhe. Ich nehme mal an. Das ist einfach nur ein Siegelring mit gar nichts. Aha. Gut, und Erfahrung bekomme ich dann auch noch. So, das nehmen wir. Das ist so ziemlich dasselbe, was ich schon angelegt habe. Werte auswählen. Ach, jetzt kann ich hier wieder Werte auswählen. Okay. Was nehmen wir denn mal? Zähigkeit? Nee. Grausamer wäre. Ritterlich. Kraft, Präzision, Zähigkeit. Wie nehmen wir das hier? Jetzt anlegen. Nee, weiß ich nicht, ob ich den Ring hier anlege. Ich glaube eher nicht. Ja, das war's.
Das war's. Da haben wir jetzt die Geschichte erstmal fertig. Guck mal kurz in. Hier habe ich zwei. Können wir da irgendwas einlösen mit? Nee, können wir nicht. Wir können nichts verwenden. Chronik. Wir haben jetzt die Geschichte Nummer 2 fertig. Und Nummer 3 wäre dann auf Stufe 30. Kristalline Verderbnis. Sieht ja sehr lecker aus. Mit der Aufgabe Friedhofs. Nee, doch Friedhof. Ornamente. Das wird auf Stufe 30 kommen. Und Staffel 2 der lebendigen Welt ist hier. Ja, Staffel 2. Werden wir wohl Staffel 1 könnten wir leider nicht machen. In dem Sinne, dass wir leider ja, da noch nicht das Let's Play gemacht haben. Also Staffel 1 ist dann wohl nicht vorhanden mehr. Und die Sachen müssen wir uns scheinbar für hierfür so Dinger kaufen, ne? Das heißt, da müssen wir uns dann da muss ich schön Geld investieren, ja? In das Spiel. Dann geht's dann los. Ja, was ich ja machen wollte, ich glaube, das habe ich. Ich glaube, da war der Ton schon weg. Ich wollte halt dieses hier machen. Diese Aufgabe da, den Turm, weil der halt ganz lustig ist. Also eigentlich würde ich ja gerne schon mit Shadowplay aufnehmen, ne? Also das ist schon cool, muss ich sagen. Also das Programm, das hat halt auch Geschwindigkeit und hast nicht gesehen. Also das ist ja schon so. Ach, das ist ein Aggro-Gegner hier. Das ist ja. Muss ich mal sehen, dann, wie ich das schaffe, dass ich halt Tonspur separat aufnehme. Also es gibt halt so die Möglichkeit, aber es ist halt ätzend, das immer synchron zu halten. Das ist immer so meins, wo ich dann keine Lust drauf habe. Mal die verdammte Tonspur synchron zu halten mit dem Video. Geht mir voll auf die Eier. Aber ja, dann müssen wir da durch. Beziehungsweise da muss ich durch. Und dann gucke ich mal, ob ich dann das nochmal mit Chatplay mache. Delirium, Delirium, ich bringe gleich dein Reittier aus dem Weg, ich versteck, jetzt häng ich schon von Fleisch, also ehrlich, Bratzel, Brutzel, Pritzel, ich gerle mir ein Schnitzel, damit abdubidu. Sicher doch, ja, der ist minimal verrückt. So, wie viel Zeit haben wir noch? Weiß ich gar nicht. Doch, das machen wir nochmal. So, wir machen das nochmal mit der Aufgabe. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist der. Also mit dem Aussichtspunkt. Da hinten ist es, glaube ich. Wir suchen nämlich jetzt erstmal. Wie war das? Ich glaube, ich muss hier noch ein Stück Fleisch aussuchen, ne? Oder muss ich das gar nicht? Mal kurz, ich bringe mal hier einen Wildschwein, eine Wartenschwein. Also ich glaube, ich brauche ein Stück Fleisch, das ich mitschleppen muss, damit das halt funktioniert. Zumindest muss ich da hinten, diese Kuhkanone sein. Nee, hier ist kein. Ich guck mich jetzt hier nochmal ein bisschen um. Ob hier ein Stück Fleisch rumliegt.
bla bla bla. Was ist denn das davon? Was ist das? Würde glitzern. Kriegen wir irgendwo was her? Also ich weiß es nicht, ob die das schon abgeändert haben, dass man das halt nicht mehr braucht. Dann halt Fleisch nicht mehr benötigt für die ganze Sache, aber. Nein, versuch das einfach mal. Versuch das einfach mal ohne. Federn? Was sind denn Federn? Federn aufheben? Einzeln. Bam. Achso, jetzt bin ich unsichtbar. So, das ist hier diese Kuhkanone. Und die würde ich nämlich gerne benutzen. Interagieren. Die Skill wurde von der Warnung lesen. Wo bleibt der Trottel? Ohne Probemunition kann ich meine Experimente nicht durchführen. So. Zack. Komm, steh auf. Und dann können wir uns das auch ansehen. Brauchen scheinbar noch kein Fleisch. Das war damals so, da musste man halt auch kurz ein Event abschließen und dann, ja, und dann brauchst du das Fleisch und dann musst du es da und dann musst du mit dem Fleisch darüber fliegen, weil das Fleisch dann, wenn man aufprallt auf dem Boden, das blockt halt den Schaden ab, weil man ist dann nämlich instant ohne Fleisch gestorben. Wenn man hier rauffliegt. Dann lagen hier oben nämlich auch so ein paar Leichen rum. Weil die das nämlich nicht gemacht haben. Braucht man scheinbar nicht mehr. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das schaffe, den hier zu töten, alleine. Delirium, Delirium, ich bringe gleich. Ja, doch, das geht jetzt, das krieg ich hin. Und da habe ich meinen tollen Punkt. Ich bin besser als der Durchschnitt. Das kannst du ja wohl mir auch nicht sagen. Ich bin nicht nur besser als der Durchschnitt, ich bin sogar noch besser als der Durchschnitt. Ja? Genau das bin ich. Putti. Putti, hallo Putti. Event in deiner Nähe. In deiner Nähe. Verdammt, ein Event. Minotaurus. Achso, wir sollen hier. Was sollen wir machen? Hühner zurückbringen. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Boah, ich will auch so ein Vieh haben. Aber das soll jeder durchgehend da sein, nicht einfach irgendwann verrecken. Was soll ich jetzt machen? Ich schütze das Vieh vor Separatisten? Die bösen Separatist, hallo, Separatist. Ja, diese bösen Separatisten, diese fiesen. Geht immer gar nicht. Und wohin soll man das Huhn bringen? Oder die Hühner bringen allgemein? Gibt es da auch so eine Sammelstelle?